Wie geht denn hier der Picture Mode? Alalala, nicht so schnell. Ah, steht ein bisschen falsch. Shit. Ah, so ist doch schön. Auch mal ein Foto machen. Habe ich bisher noch nie gemacht. Boah, das dauert aber lang hier. Oh, so. Nein. Also zurück, so. So, schauen wir mal, was wir da machen müssen. Komm! Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! Ach, hier habe ich auf einmal wieder... Ey, die sind ja viel höher als ich. Okay, das Blocken habe ich noch nicht raus. Muss ich da verlieren? Kommt jetzt wieder ein Video? Okay, die Ladebalken oder Ladedinger, die sind ein bisschen nervig. Aber bisher echt nicht schlecht. Bin beeindruckt. Ein Ton und du bist tot. Ich sollte wohl verlieren. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Folge dem maskierten Mann. Weil allmählich fügt sich die Geschichte wohl zusammen, hä? Denk mal, da kommt gleich wieder eine Videosequenz, deswegen lasse ich die Kamera aus. Was ist hier los? Kann ich schneller laufen? Doch. Lass niemanden hier rein. Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deiner Art. Haltet meinen Sohn daraus! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Der Junge ist verängstigt. Ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn darauf. Der Pharao wurde alarmiert. Er besteht darauf. Wir werden auffliegen. Beeilung. Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Papo! Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Nein! Remo, nicht! Sie werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo!
Oh oh. Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Zeit abgelaufen! Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Er will nur Zeit gewinnen. Was soll das? Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Remo! Nein! Eieieiei. Halt's Maul! Darum will er Rache. Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Ganz schön blutig. Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Wow. Das erklärt natürlich, wieso er auf Rache aus ist. Wobei, als Medjay, na gut, was ist ein Medjay? Bisher wurde gesagt, es ist ein Kämpfer, der den Pharao beschützt. Und mittlerweile beschützen sie alle Menschen. Psst. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Medjay. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Relikt des Orakels, Questgegenstand, der Ibis, Medunamun. Abgeschlossen. Stufenaufstieg, 6. Schaden und Gesundheit verbessert. Möge Amun an deiner Seite sein. Sprich mit Hepzefa, bevor du Siva verlässt. Okay, wenn ich hier jetzt verlasse, kann ich da wieder zurückkehren? Das ist eigentlich eine Open World, oder? Hm. 33, 35, was habe ich denn jetzt? 5. Schaden 17. Was steht da?
31, 35, Schild. Schild sehe ich hier nicht. Also ich vermute mal, dass das eine Open World ist. Oder ist es ja. Und dass wir jederzeit zurückkehren können. Wir schauen uns mal, was er sagt. Bist du bereit? Es ist eine lange Reise. Das lieber verlassen. Du kannst später zurückkommen. Ja. Ich muss Siva verlassen. Es gibt noch mehr, die ich der Gerechtigkeit zuführen muss. Besonders den, der sich die Schlange nennt. Wie willst du die Männer finden? Aya sucht nach ihnen in Alexandria. Ich muss zu ihr. Sie sagte, sie würde ihren Vetter bei der großen Bibliothek besuchen. Große Bibliothek? Und sie sagte, dass ich dir ein bestimmtes Wort sagen sollte. Serapis. Serapis? Der Gott, den sich Ägypter und Griechen teilen? Natürlich. Verstehe. Und Bayek, tu etwas gegen diesen Bart. Leb wohl, mein Freund. Da geht's los. Ja, kannst du? Ja, da bin ich ja beruhigt. Trophäe erhalten. Erste Schritte. Oh, Scheiße. Layla, du brauchst neues Cyclosporin. Sofort. Layla, aufwachen, aufwachen. Ist das hier der Ladeschirm? Fallen an Feuerschalen. Waschen, entzünden. Wachen, entzünden Feuerschalen, um Verstärkung zu rufen. Layla? Layla! Komm zurück! Layla, bist du bei mir? Habibti! Du sollst mich doch nicht so nennen. Aber du reagierst am schnellsten, wenn ich dich ärgere. Ich bin aufmerksam. Okay, du brauchst eine Pause. Der Animus stößt dich ab. Ich bin okay. Ja, aber deine Nieren nicht. Nimm etwas mehr Cyclosporin, bevor sie versagen. Ja, Schwester Geary. Für dich, Sanitätsoffizier Geary, bitte. Also, wie lief es? Meine Mods funktionieren. Seine Erinnerungen sind vollkommen klar. Wenn das Abstergo nicht überzeugt, mich ins Animus-Projekt zu nehmen, weiß ich auch nicht. Ach, fantastisch! Wen hast du denn da drin? Sein Name ist Bayek von Siva. Nach dem Tod seines Sohnes wurde er zum Mörder. Ist er interessant genug für Abstergo? Fang nicht an. Die werden sich nicht darüber freuen, wie du das angegangen bist. Ich arbeite nicht nach Lehrbuch. Tja, dieses Mal hast du das Lehrbuch verbrannt und seine Asche zerstreut. Das spielt alles keine Rolle, wenn du ins Koma fällst. Also los, hol dir das Cyclosporin. Aktion abgeschlossen, der letzte Medjay. Das Cyclosporin. Zwei Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Animus, möchtest du in den Animus zurückkehren? Okay, was ist das hier? Unterhaltung im Flug. Question mark? Das Fragezeichen, ägyptische Mysterien, geheime wissenschaftliche Untersuchungen. Nachforschung, versteckte Kammern in Pyramiden. Wurden sie von Aliens erbaut? Wir beleuchten die Mythen und die Beweise. Spuren antiker Technologien. Eine Verbindung zu den Göttern oder Aliens? Nicht verpassen, verschlüsselte Botschaften rund um die Sphinx. Interview mit dem berühmten Ägyptologen und Wissenschaftler Dr. Liebt E. Everett. Mumifizierung und das Leben danach.
Spuren antiker ägyptischer Geister mitten unter uns. What the fuck? Hör mal dein Piepen auf hier. Ja, ich kann hier echt raus. Ja, ich weiß, dass die Cam noch aus ist. Aber können wir, solange ich hier rumlaufe, mal anmachen. Wollte nur ursprünglich gleich wieder zurück und dachte mir, da kommt gleich wieder ein Video. Deswegen ließ ich es ja noch aus. Bin ich aber mal neugierig. Hey. Abstergo, Abteilung für historische Forschung, Handbuch für Angestellte, Vorderseite. Geheimhaltungserklärung. Zwischen Leila Hassan und Abstergo Industries vom 06.01.2014. Die Angestellte führt Tätigkeiten im Auftrag von Abstergo Industries durch. Für die Abstergo Industries der Angestellten möglicherweise geheime und proprietäre Informationen weitergeben, muss als geheime Information gelten alle Informationen in jeglicher Form, die in Bezug zur Tätigkeit der Angestellten für Abstergo Industries stehen oder das Geschäft oder den Betrieb oder die Produkte von Abstergo Industries betreffen. Inklusive Beschreibungen, Zeichnungen, Plänen, Vorgehensweisen, Animus-Erfahrungen sowie jeglichen anderen Daten. Die Angestellte stimmt den folgenden Bestimmungen zu. Die Angestellte behandelt die erhaltenen Geheiminformationen streng vertraulich und ergreift alle nötigen Maßnahmen, um eine Weitergabe an Dritte zu verhindern. Die Angestellte wird die Geheiminformation ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder direkt noch indirekt an Dritte weitergeben. Die Angestellte wird auf Verlangen oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Notizen, Zeichnungen, Pläne, Ausrüstungsgegenstände und jegliches anderes Material, das sie von Abstergo Industries erhalten hat oder das im Rahmen ihrer Tätigkeit für Abstergo Industries angefertigt wurde, an Abstergo Industries zurückgeben. Abstergo Industries hat das alleinige Recht, über die Behandlung und Verwendung aller Informationen zu entscheiden, die es von der Angestellten im Rahmen ihrer Tätigkeit oder bezüglich des Projektes erhalten hat. Dazu gehört ausdrücklich auch das Recht, diese Information ohne vorherige Anmeldung eines Patents oder eines urheberrechtlichen Schutzes im eigenen Namen an Dritte weiterzugeben oder in jeder von Abstergo Industries für angemessen erachteten Weise mit ihnen zu verfahren. Abstergo Industries behält sich das Recht vor, bei einem Verstoß gegen diese Vereinbarung und bei Beendigung oder zeitweiser Aussetzung des Arbeitsverhältnisses angemessene Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen. Durch die Unterzeichnung erkennt die Angestellte die Bedingungen dieser Vereinbarung an. Abstergo, Abteilung für historische Forschung, Handbuch für Angestellte, Firmenphilosophie. Historische Forschung, Firmenphilosophie. Ziel der Abteilung für historische Forschung von Abstergo ist es, historische Ereignisse gründlich zu erforschen und die Ergebnisse dieser Forschung sorgfältig zu dokumentieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Untersuchung bisher unbekannter Ereignisse und daran beteiligter historischer Personen. Die von den Teams der Abteilung für historische Forschung durchgeführten Recherchen können für zahlreiche akademische Fachrichtungen von Nutzen sein, einschließlich der Archäologie, Anthropologie, Umweltgeschichte und Politikwissenschaft.
Ey, was ist das hier? Ups. War das nicht gedacht? Falsche Taste. So. Abstergo, Abteilung für historische Forschung, Handbuch für Angestellte, Standard Philadelphia. Standort. Historische Forschung, Standort Philadelphia. Wegen ihrer historischen Bedeutung erschien die Stadt Philadelphia als Standort für historische Forschungen ideal. Das Firmengebäude liegt nur wenige Minuten vom berühmten Delaware River entfernt und wurde 1985 von dem aufstrebenden Architekten John Nobel entworfen. Mehrere verschiedene Ressorts sind dort untergebracht. Neben der medizinischen Abteilung befindet sich die Abteilung für Stammbaumforschung und Beschaffung. Beide arbeiten eng mit der Abteilung für historische Forschung und dem speziellen Animus-Trainingsprogramm zusammen. Der hochgeschätzte Juhani Otso Berg leitet die Niederlassung in Philadelphia, die auch ein beliebter Tagungsort für Vorstandssitzungen ist. Die mit Abstand wichtigsten Einrichtungen sind und bleiben selbstverständlich die Bibliothek und das Archiv. In diesen Hallen befindet sich das gesammelte Wissen von Abstergo, sowohl in physischer als auch in digitaler Form, geschützt von unüberwindbaren Sicherheitsmaßnahmen. Abstergo, Abteilung für historische Forschung, Handbuch für Angestellte moderner Historiker. Historische Forschung moderner Historiker. Abstergos Historiker haben nichts mit den akademischen Gelehrten gemein, an die sie vielleicht denken. Sie haben ein tiefgreifendes Wissen über historische Schriften und durchsuchen mit unheimlichem Erfolg die riesigen Datenbanken bei Abstergo, aber ihr wahres Talent liegt in der Feldforschung, beim Finden und Sammeln verlorener Geschichten. Unterstützt werden sie dabei von hochmoderner Technologie. Daher besteht jedes unserer historisch-taktischen Teams, HTT, aus einem Techniker und einem Sanitätsoffizier. Gemeinsam sammeln sie das Wissen, das in vergessenen Artefakten und ausgestorbenen Blutlinien enthalten ist. Sie entdecken Geschichten, die unsere Vorfahren für unwichtig hielten, und kombinieren die Weisheit mündlicher Überlieferungen mit den wissenschaftlichen Entdeckungen von morgen. Diese alles sehenden und alles findenden Teams ermöglichen Abstergo, unser Verständnis des Begriffs Zivilisation auszuweiten und herauszufinden, was getan werden kann, um uns allen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Okay, unterm Strich heißt es dann, dass es quasi alles nur eine virtuelle Realität ist. Hier mit Baijo. Baiko, wie heißt der? So. Handbuch für Angestellte, Medizin und Geschichte. Historische Forschung. Medizin im Dienste der Geschichtswissenschaft. Unser Wissen darüber, wer wir sind und was unser Zweck in diesem Universum ist, wird die wissenschaftlichen Entwicklungen von morgen formen. Bayek, genau, danke. Männer und Frauen suchen in fernen Galaxien und im Challenger-Tief nach Antworten oder Hinweisen, die uns die Tür zur nächsten wissenschaftlichen Revolution öffnen könnten. Abstergo sucht dagegen in einem besser bekannten Gebiet nach Antworten, in uns selbst, den Menschen. Vielleicht liegt die Antwort in jedem Einzelnen von uns. Das menschliche Genom enthält unseren Bauplan, aber vielleicht enthält es noch viel mehr. Heute erkunden wir die genetischen Erinnerungen und setzen unser Wissen ein, um unsere individuelle und gesellschaftliche Leistungsfähigkeit zu steigern. Morgen könnten wir bereits Erinnerungen aus sehr viel unbekannteren Quellen als dem menschlichen Erbgut erkunden und wer weiß, was wir dort finden werden. Das ist das Ziel unserer medizinischen Unterfangen. Wir versuchen nicht, den Körper durch ein Heilmittel zu heilen. Wir versuchen, die biomechanischen Vorgänge zu verstehen, um die Art zu verändern, wie wir unsere Leben leben. Zum Besseren. Okay, wir haben hier noch jede Menge zu lesen. Das werden wir jetzt aber nicht machen, alles. Sondern das werden wir nach und nach machen.
Das hier? Oh, wow. Ja, viel tiefgreifender, als ich dachte. Da werden wir morgen jede Menge zu lesen haben. Habe ich hier eine Karte? Nö. Okay. Ich sollte mich nicht zu weit entfernen. Weiter weg kann ich auch nicht. Da geht's rein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Aber wow, wow, wow. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Gut, dann gehen wir mal zurück zum Animus. Ja. Ich gehe wieder rein. Das ist so krass da. Sei vorsichtig.